Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum PHP-Tutorial. Heute zeige ich euch mal wieder, wie ihr Zahlen miteinander verarbeiten könnt, sage ich jetzt mal. Wir hatten uns schon angeguckt, wie Zahlen als Datentyp gespeichert sind und deswegen ja, schauen wir uns mal an, was wir alles machen können. Also, ich würde sagen, das Ganze macht am meisten Sinn, wenn wir dann Echo vorne dran setzen und wir brauchen logischerweise zwei Zahlen. Dollar, Zahl, 2. Gleich 42. Und die hier sollte 1337 sein. Okay. So. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten hier. Ihr könnt natürlich einfach sagen, ich möchte es ausgeben, aber ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte es in einer neuen Variablen speichern, also sowas wie Zahl 3. Und dann einfach Zahl 3 ausgeben. Das werden wir jetzt hier machen. Ist aber im Prinzip gleichbedeutend, ob ihr das hier drin jetzt addiert, subtrahiert oder was auch immer. Oder ob ihr das hier drin macht. Also wir sagen Zahl 3 gleich. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir... Ja gut, also ich meine, die Basic-Operatoren, die kennt ihr natürlich. Zahl plus Zahl 2. Ja, das ist einfach eine Addition. Also in Zahl 3 steht nachher einfach das Ergebnis von Zahl 1 plus Zahl 2 drin. Bei Minus gleich, nur mit Minus halt, mal und geteilt. Ich glaube, die brauche ich euch nicht erklären. Aber was vielleicht interessant ist, ist der Modulo. Den braucht man hin und wieder mal, vor allem wenn man irgendwie Grafik programmiert oder sowas. Aber auch anderweitig sehr, sehr nützlich. Und da mache ich mal andere Zahlen hier, damit wir das besser sehen können. Also wir sagen zum Beispiel 3 Modulo 2. Dann haben wir, falls ihr euch noch an die Grundschule erinnert, teilen mit Rest. Also wir sagen hier 3 geteilt durch 2 ist 1, Rest 1. Und dieses Rest 1, dieser Rest wird in Zahl 3 eingespeichert. Also immer teilen mit Rest, also Ganzzahl teilen mit Rest, um genau zu sein. Und dann der Rest ist das Ergebnis, der wird in die Zahl dann eingespeichert. Das heißt, wenn wir das jetzt uns mal angucken, dann bekommen wir als Ergebnis einen Pass-Error. Super natürlich, weil ich hier ein wunderschönes Semikolon mal wieder vergessen habe. Geil, tut mir leid. Okay, wir bekommen hier eine 1 zurück. So soll das natürlich auch sein. Und ja, im Prinzip ist das der Modulus. Ihr könnt da gerne mal ein bisschen mit rumspielen. Wirklich, den braucht man häufig. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist potenzieren. Zweimal, also mal sozusagen. Das bedeutet dann sowas wie in dem Fall Zahl hoch Zahl 2, also 3 hoch 2. 3 hoch 2 kriegen wir sogar noch im Kopf hin, das ist 9. Super, also das heißt, exponentieren können wir auch. Okay, jetzt gibt es aber noch ein paar kleine Sondersachen. Wir können nämlich hier Kürzel hinschreiben, damit wir nicht jedes Mal uns so abmühen müssen und hier irgendwie was in einer neuen Zahl schreiben, sondern wir können auch einfach sagen, die Zahl ist gleich... die Zahl 2, gut, okay, dann wird einfach hier in meine Zahl der Wert von Zahl 2 reingeschrieben. Und ja, dann steht nachher in Zahl nicht mehr 3 drin, sondern 2 drin. Das ist ja einfach eine Zuweisung. Aber was viel interessanter ist, wir können auch einfach ein Plus gleich machen. Und das ist dann ungefähr so, als würde ich sagen, $Zahl ist gleich $Zahl plus $Zahl 2. Das ist dann dasselbe, wie wenn ich das hier einfach weglasse und hier vorne das Plus reinschreibe. Also Plus gleich Zahl 2. Das heißt, hier steht dann am Ende 5 drin. Also 3 plus 2 steht jetzt dann in Dollarzahl drin. Also nicht mehr 3, sondern die 3 wird überschrieben mit 3 plus 2, also 5. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja, wir haben keine Zahl 3. Wir müssen die Zahl ausgeben, sonst macht das absolut keinen Sinn. Wo ist der Localhost? Hier ist er. 5. Okay. Super. Selbiges geht natürlich auch mit, meine Maus möchte gerade irgendwie nicht mehr so richtig, mit Minus, mit Mal, mit Geteilt und sogar mit Modulo geht das. Mit dem Exponenten geht es, soweit ich weiß, nicht. Wir können es aber gerade mal ausprobieren. Das wäre auch für mich eine neue Erfahrung. Ja, doch, es funktioniert. Wunderbar. Das heißt, ihr könnt das sogar mit dem Exponenten machen. Geil. Kann sein, dass das bei PHP 7 dazugekommen ist, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Okay, das sind im Prinzip die Grundrechenarten, wie ihr damit umgeht. Bleibt euch überlassen, aber so funktioniert es im Prinzip. Sehr cool. Jetzt kann man allerdings auch noch sowas machen mit Booleans. Und mit Booleans passiert da was ganz, ganz anderes. Das werde ich euch dann im nächsten Video zeigen. Bis dann. Ciao.